In diesem Video soll es um den Mittelwert und die Standardabweichung von relativen Häufigkeitsverteilungen gehen. Dazu schauen wir uns wieder ein Beispiel an und wieder wird es um Klausurergebnisse gehen. Und zwar gibt es Noten. Diese haben absolute Häufigkeiten und es gibt auch relative Häufigkeiten. Die Noten und relativen Häufigkeiten habe ich in Rot bzw. in Blau geschrieben, damit wir die Werte später besser zuordnen können. Und die Verteilungen sehen folgend aus. Es gibt Noten von 1 bis 6. Die 1 gab es 2 mal, die 2 3 mal, die 3 gab es 10 mal, 4 mal gab es die 4 und einmal die 5. Dabei auch keine 6. Insgesamt gibt es also 20 Noten, die vergeben wurden. Dadurch ergeben sich folgende Häufigkeiten, relativen Häufigkeiten. 2 Zwanzigstel waren die Einsen, 3 Zwanzigstel Zweien, 10 Zwanzigstel eine 3, 4 Zwanzigstel haben eine 4 bekommen, 1 Zwanzigstel eine 5 und 0 Zwanzigstel eine 6. Einmal checken, ob wir uns nicht verrechnet haben. Die Summe der relativen Häufigkeiten ergibt 1, also alles scheint richtig zu sein. So, wir wissen schon, wie man den Mittelwert berechnet. Das sind einmal die Noten, die vergeben wurden, mal die absoluten Häufigkeiten und dann muss das Ganze durch die Anzahl der Noten geteilt werden. Zweimal gab es die 1, dreimal die 2, zehnmal die 3, viermal die 4 und einmal gab es eine 5. Wenn man sie alle aufsummiert, muss man das Ergebnis durch 20 teilen und bekommt den Mittelwert. Das möchte ich aber einmal anders aufschreiben, damit wir auch die relativen Häufigkeiten ins Spiel bringen. Und zwar möchte ich diesen großen Bruch in kleinere Brüche aufteilen, also die Summe im Zeller in Summe von Brüchen aufteilen. Dann hätten wir 2 Zwanzigstel mal 1 plus 3 Zwanzigstel mal 2. Dann 10 Zwanzigstel mal 3, 4 Zwanzigstel mal 4 und schließlich 1 Zwanzigstel mal 5. In dieser Darstellung erkennen wir die relativen Häufigkeiten wieder. Zurück in Blau. 2 Zwanzigstel, 3 Zwanzigstel, 10 Zwanzigstel, 4 und 1 Zwanzigstel. Das sind die relativen Häufigkeiten. Und hier markiere ich in Rot die Noten, die es in der Klausur zu erreichen gab. Diese werden gleich einen allgemeineren Namen bekommen. Wenn wir jetzt die Standardabweichung ausrechnen wollen, müssen wir folgend vorgehen. Wir nehmen die Anzahl der jeweiligen Abweichungen. Also einmal gab es die Abweichung, die durch die Einsen zustande gekommen ist. Also einmal weichen wir von dem Mittelwert durch die 1 ab. Dreimal weichen wir mittels der 2 ab
Also was ich vergessen habe hier, der Mittelwert ist 2,95. Das ist also der Mittelwert. 10-mal gab es die Abweichung, die durch die 3 zustande gekommen ist. 4-mal die Abweichung aufgrund der Note 4. Und einmal Abweichung aufgrund der 5. Insgesamt gab es 20 Noten. Wir müssen durch 20 teilen und die Wurzel ziehen. Und auch diesen Ausdruck möchte ich aufteilen in Summe von Brüchen. Dann hätten wir 2 Zwanzigstel mal 1 minus 2,95 zum Quadrat plus 3 Zwanzigstel mal diese Klammer. Dann 10 Zwanzigstel mal die Klammer. Dann 4 Zwanzigstel multipliziert mit 4 minus 2,95 in Klammern zum Quadrat plus 1 Zwanzigstel und die Abweichung aufgrund der 5. So, das Ganze zum Quadrat und damit das dem gleicht, müssen wir noch die Wurzel ziehen und bekommen insgesamt eine Standardabweichung von ungefähr 0,97. Auch hier sehen wir jetzt einen Zusammenhang zwischen den relativen Häufigkeiten. Die tauchen nämlich an diesen Stellen auf. Und mit Rot markieren wir die Stellen, die für die Noten stehen, die zu vergeben waren. Und jetzt können wir das Ganze verallgemeinern. Und zwar, wir haben eine relative Häufigkeitsverteilung. Mit den Werten und die Werte entsprechen den Noten in unserem Beispiel. Also die Werte nummerieren wir durch. Das sind Zahlen. Die auftauchen können, in diesem Fall K Stück, also Zahlen M1, M2, M3 und so weiter bis MK. Und diese Zahlen können ja verschieden häufig vorkommen. Also brauchen wir dazu die relativen Häufigkeiten, die dazu gehörigen relativen Häufigkeiten. So, die Häufigkeiten nennen wir klein h und nummerieren sie auch von 1 bis k. Wenn wir das haben, dann gilt für den Mittelwert müssen wir die jeweiligen relativen Häufigkeiten mit den zugehörigen Werten multiplizieren, also h1 mal m1 plus h2 mal m2 plus die Zahlen, die dazwischen kommen und am Ende die letzte relative Häufigkeit mal den letzten Wert. So können wir den Mittelwert berechnen und für die Standardabweichung gilt Folgendes. Wir multiplizieren die relativen Häufigkeiten mit den Werten, die von dem Mittelwert abweichen, plus die zweite Häufigkeit mal den zweiten Wert, der von dem Mittelwert abweicht, plus alles, was dazwischen kommt, und die letzte relative Häufigkeit mal
den letzten Wert, der von dem Mittelwert abweicht, und daraus ziehen wir die Wurzel. Also mit dieser Formel können wir einmal den Mittelwert und einmal die Standardabweichung berechnen, wenn in einer Aufgabe zum Beispiel nur die relativen Häufigkeiten gegeben sind.